Hi, heute geht es um diesen Mann hier, um Karl Marx. 2013 ist Karl Marx bei der TV-Ranking-Show Die größten Deutschen überraschenderweise auf Platz 3 gelandet, direkt hinter Adenauer und Luther. Damit hätten viele nicht gerechnet, aber Karl Marx ist nach wie vor ein großes Thema in Deutschland. Made in Germany, einer der größten politischen Vordenker, einer, der für viele Revolutionen gesorgt hat, wenn man so will, und jemand, der bis heute die Gemüter erhitzt. Er gilt als Vater des Kommunismus, hat damals ja auch davon gesprochen, ein Gespenst geht um, das Gespenst des Kommunismus, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, war auch einer seiner Sprüche. Aber die Frage ist, wer war er genau, dieser Mann hier, und warum erhitzt er denn bis heute noch die Gemüter? Darum geht's jetzt. Karl Marx will nicht mehr und nicht weniger als die kapitalistische Welt aus ihren Angeln heben. Jo, das klingt nach einem großen Umsturz, nach einer Revolution, aber zuerst mal beginnt bei Karl Marx alles ganz bürgerlich. 1818 wird er geboren im beschaulichen Trier als Sohn eines Rechtsanwalts und er beginnt dann mit 17 Jahren ein Studium. Alles noch ganz normal, Geschichte und Philosophie, ein Jahr später Jura, 1836 in Berlin. Aber anders als das heute bei vielen Leuten der Fall ist, die Berlin total toll finden, mag Karl Marx Berlin gar nicht. Ihm ist der feudale Mief Preußens extrem verhasst und er schließt sich einer linken Studentengruppierung an, den sogenannten Linkshegelianern. Die Linkshegelianer in dieser Zeit richten sich gegen staatliche Zensur, gegen Repression, gegen Unterdrückung und andere Dinge. Und dieses Engagement wiederum bringt Karl Marx ins Visier der Geheimpolizei. Er wird beobachtet und im Endeffekt ist dieses Engagement auch der Anfang vom Ende seiner Akademikerlaufbahn. Akademiker kann Karl Marx also nicht werden, aber er wird Journalist. Und zwar bei der Rheinischen Zeitung in Köln. Nur, seine revolutionären Gedanken, die er nach wie vor mit sich trägt, die breitet er natürlich in seinen Artikeln aus und ändert somit auch ein bisschen die Ausrichtung der Zeitung. Und das bringt der Zeitung den Vorwurf ein, die Monarchie stürzen zu wollen. Das wird als schwerer Angriff auf die Monarchie gesehen, was dort veröffentlicht wird in der Rheinischen Zeitung. Und schließlich wird die Zeitung verboten. 1843 ist das und im gleichen Jahr verlässt Karl Marx dann auch Deutschland. Er geht nach Paris zusammen mit seiner Frau Jenny und beginnt in Paris eine Zusammenarbeit mit dem Fabrikantensohn Friedrich Engels. In Paris kann Karl Marx aber nicht wirklich lange bleiben, denn die preußische Regierung fordert seine Auslieferung. Deswegen packt er alles zusammen, nimmt seine Frau, nimmt Friedrich Engels und geht nach Brüssel. Dort gründet er zum einen den Deutschen Arbeiterbildungsverein und er bekommt vom Londoner Bund der Kommunisten, vom späteren Bund der Londoner Kommunisten, muss man sagen, den Auftrag, ein Manifest zu verfassen. Ein Manifest, das sich an die Proletarier, also die Arbeiter der Welt, richtet und sie dazu aufrufen soll, zusammen zu kämpfen gegen die Unterdrückung. Es ist das, was später das kommunistische Manifest werden soll. Daran arbeitet Karl Marx auch, allerdings kommt dann schon wieder was dazwischen, denn er wird in Brüssel verhaftet und muss schließlich aus Belgien raus. Und 1849 geht er nach London ins Exil. Und nicht nur seine Frau begleitet Karl Marx, sondern natürlich auch seine Kinder, ein Kindermädchen. Und wieder ist Friedrich Engels mit dabei. Und Friedrich Engels spielt generell auch eine große Rolle im Leben von Karl Marx, wenn es um die Finanzen geht. Karl Marx ist inzwischen staatenlos. Als Staatenloser hat er nicht so viele Möglichkeiten zu arbeiten. Und deswegen ist er auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. Friedrich Engels, der ein reicher Fabrikantensohn ist, dessen Vater eine Fabrik hat in Manchester, die Friedrich Engels leitet, der schießt immer mal wieder Geld rüber in Richtung Karl Marx. Aber was arbeitet Karl Marx eigentlich genau? Naja, er macht sich vor allem viele Gedanken. Und zwar Gedanken über das kapitalistische System. Er überlegt sich, wie konnte es dazu kommen, dass es heute einige wenige reiche Fabrikbesitzer gibt, die sehr viel haben und die Arbeiter unterdrücken, die weiterhin arm bleiben. Wie kam es im Laufe der industriellen Revolution dazu? Er schreibt alles auf und schließlich gibt es ein Ergebnis, das sich sehen lässt. Band 1 von Das Kapital erscheint. Das Kapital ist das Ergebnis aller Gedanken, die sich Karl Marx gemacht hat rund um den Kapitalismus und wie man den Kapitalismus beseitigen kann, wie man das System umstürzen kann. Es ist ein riesiges Buch, 995 Seiten, ein akademischer Wälzer, auf den Karl Marx extrem stolz ist. Triumphierend schreibt er darüber im gleichen Jahr in einem Brief: Es ist sicher das furchtbarste Geschoss, das den Bürgern noch an den Kopf geschleudert worden ist.
ja, da ist er also sehr stolz, der Karl Marx, aber die Resonanz ist erstmal dann doch nicht so groß, wie er sich das erhofft hat. Gerade mal 1000 Mal verkauft sich das Kapital in den ersten 4 Jahren. Und die grundsätzliche These in seiner Kritik der politischen Ökonomie, wie es im Untertitel von Das Kapital heißt, ist: Produktionsmittel müssen allen gehören, sagt Karl Marx. Nur so kann eine klassenlose Gesellschaft entstehen. Das ist das oberste Ziel seiner Theorie. Und er sagt, um dieses oberste Ziel zu erreichen, diese klassenlose Gesellschaft, braucht man einen gewaltsamen Umsturz, eine Revolution. Das Problem ist nur, was nach dieser Revolution kommt, das sagt Karl Marx nicht wirklich. Er spricht zwar von einer Diktatur des Proletariats, aber genau beschreiben will er die dann irgendwie nicht. 1864 ist er an der Gründung der ersten Internationalen beteiligt, aber da ist er schon sehr geschwächt, denn er wird immer wieder krank. Die Krankheiten lassen ihn nicht los und so stirbt er schließlich 1883 nach langer, schwerer Krankheit in London. Karl Marx ist also tot, aber seine Ideen leben, wenn man es ganz pathetisch ausdrücken will, weiter. Einer der ersten, der diese Ideen wirklich radikal aufgreift und dann tatsächlich auch umsetzt, ist Lenin, der im Zuge einer Arbeiterrevolution in Russland versucht, ein sozialistisches oder später auch ein kommunistisches System zu installieren. Auch in der DDR ist das, was Karl Marx geschrieben und veröffentlicht hat, von Anfang an natürlich extrem wichtig. Und Karl Marx selbst ist ein absoluter Held. Straßen werden nach ihm benannt, Schulen werden nach ihm benannt, Kindergärten, Brigaden und vieles mehr. Und sogar eine ganze Stadt wird nach Karl Marx benannt. 1953 wird Chemnitz zu Karl-Marx-Stadt und bekommt einen riesigen Bronzekopf mitten in der Stadt, dass keiner Karl Marx übersehen kann. 1987 dann ein nächstes Highlight. Karl Marx wird von tausenden Leuten im Zentralstadion in Leipzig auf der Osttribüne abgebildet. Die müssen alle auf Kommando ein Fähnchen hochhalten und da erscheint dann ein riesiges, farbiges, bärtiges Porträt von Karl Marx auf der Tribüne. Nur 2 Jahre nach dieser Aktion ist es aber vorbei mit Karl Marx, mit seinen Ideen, mit dem Traum vom Kommunismus, denn die Sowjetunion bricht zusammen, die DDR ist Geschichte und damit auch die Theorien von Karl Marx, die in der Politik hochgehalten wurden. Ab jetzt ist Karl Marx eher so eine Persona non grata, wenn man so will. Die Straßen werden wieder umbenannt, Plätze werden wieder umbenannt, nur der riesen Bronzekopf in Chemnitz bleibt. Er ist übrigens bis heute der zweitgrößte Bronzekopf, der irgendwo in der Landschaft steht, von den Bewohnern von Chemnitz liebevoll Nischel genannt. Jetzt könnte man natürlich knallhart sein und sagen, okay, Karl Marx ist gescheitert, das, was er wollte, das hat niemals geklappt. Aber das wäre schon ein bisschen zu kurz gegriffen, vor allem, weil gerade jetzt so in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrisen viele Menschen wieder sagen, ach, eigentlich ist das gar nicht so schlecht mit dieser klassenlosen Gesellschaft und eigentlich sind die Ideen von Karl Marx doch wirklich es wert, darüber nachzudenken. Mich würde natürlich auch interessieren, was meint ihr denn? Sagt ihr, also das ist einfach abstrus, was er da gefordert hat, seine Ideen, die gehen gar nicht, oder sagt ihr, naja, irgendwie ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Schreibt's gerne in die Kommentare. Direkt über den Kommentaren in der Infobox findet ihr noch mehr Informationen zu Karl Marx und zu seinem Leben, zu dem, was er gefordert hat und vieles mehr. Schaut einfach mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt hier auf dem MDR-Kanal, dann klickt einfach hier, da könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.